10 sehr nützliche Apps fürs iPad schauen wir uns in diesem Video an. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, dann findest du bestimmt einige Apps, die dein iPad besser machen werden. Alle Apps sind kostenlos und die Links findest du wie immer in der Videobeschreibung. Mit der App ScanThing kannst du alles Mögliche aus deiner Umgebung mit der Kamera einscannen und dann weiterverwenden. Es lassen sich alle möglichen Objekte freistellen und für später abspeichern. So kannst du die eingescannten Sachen zum Beispiel in deiner Grafik-App einfügen oder für eine Präsentation verwenden. Außerdem lassen sich auch Dokumente und Texte einscannen, um PDFs zu erstellen oder bearbeitbare Texte zu erhalten. Das iPad eignet sich natürlich wunderbar, um E-Books zu lesen. Mit der Kindle-App wird dein iPad zum Kindle und du kannst überall Bücher lesen. Wenn du eine Prime-Mitgliedschaft hast, dann bekommst du Zugriff auf hunderte Titel. In der Kindle-App können E-Books ausgewählt und heruntergeladen werden. Kindle merkt sich jederzeit deinen Lesefortschritt. Und das Leseerlebnis kann zum Beispiel durch Veränderung von Schriftart und Größe angepasst werden. Die Bildschirmhelligkeit und die Seitenfarbe verändert sich je nach Tageszeit für ein jederzeit angenehmes Lesen. Es gibt kostenlose Leseproben zu allen E-Books, Zeitschriften, Zeitungen und Lehrbüchern. Direkt auf den Seiten sind Übersetzungen und Definitionen verfügbar. Zudem hast du die Möglichkeit, auf den Seiten Markierungen zu setzen und zu teilen. Taxfix ist die beste Steuer-App, um schnell und unkompliziert deine Steuererklärung zu erledigen. Durchschnittlich kann mit Taxfix eine Rückerstattung von 1.051 Euro gesichert werden. Du kannst für die letzten 4 Jahre eine Steuererklärung einreichen und dadurch im Durchschnitt bis zu 4.200 Euro insgesamt zurückbekommen. Die App ist super einfach aufgebaut und du wirst bestmöglich unterstützt, deine Steuererklärung auch ohne Vorkenntnisse, ohne Komplexität und ohne Bürokratie zu erstellen. Es ist eine weitere App, die deinen Alltag vereinfachen kann. Man fühlt sich mit dem Interface richtig wohl und kann in weniger als eine Stunde das erledigen, was einem sonst Tage kostet. Mit einfachen Fragen wirst du durch die verschiedenen relevanten Themen geleitet und im Schnitt dauert es nur ca. 22 Minuten, bis deine Steuererklärung eingereicht werden kann. Jeder, der eine Lohnsteuerbescheinigung hat, kann seine Steuererklärung mit der App erledigen. Diese kann in der App einfach eingescannt, hochgeladen oder manuell eingegeben werden. Taxfix hat auch eine offizielle Elster-Schnittstelle, sodass die App auch das Einreichen für dich übernehmen kann und du dich gar nicht mit dem Finanzamt auseinandersetzen musst. Du kannst deine Rückerstattung komplett kostenlos mit der App ermitteln. Bei einer Steuerrückerstattung von 50 Euro oder mehr wird eine fixe Gebühr von 39,99 Euro in Rechnung gestellt. Wenn die Berechnung niedriger ausfällt, ist das Einreichen mit Taxfix umsonst. Die App ist im Web und für iOS und Android verfügbar. Der Link zu Taxfix ist in der Videobeschreibung und mit dem Code NEULANDTIPPS gibt es 15% Rabatt. Auch für Videoschnitt und Bearbeitung bietet sich das iPad sehr gut an. VN Videobearbeiter ist eine einfach zu bedienende und leistungsstarke App, die kostenlos und frei von Wasserzeichen ist. Du kannst deine Medieninhalte schnell importieren und dann mit professionellen Tools zusammenschneiden und bearbeiten. Du kannst mehrere Spuren benutzen, um zum Beispiel die Audiospur unabhängig von der Videospur zu bearbeiten oder um eine Titeleinblendung hinzuzufügen. Es gibt viele gute Effekte, Filter, Animationen, Musik und Sound, um beeindruckende Videos zu erstellen. Deine Videoprojekte kannst du in 4K exportieren. Insgesamt ist es eine sehr gute Videobearbeitungs-App, mit der du einfach, schnell und professionell auf dem iPad Videos kreieren kannst. Für die Bildbearbeitung am iPad kannst du die App PixArt verwenden. Es ist ein All-in-One-Editor mit allen möglichen Werkzeugen, um kreativ zu werden und deine Bilder aufzuwerten. Du kannst Collagen erstellen, Sticker hinzufügen, tolle Filter anwenden und Hintergründe austauschen. Du kannst Bilder bereinigen und unerwünschte Objekte entfernen, schicke Schriftarten hinzufügen und vieles mehr. Wir verlinken eine Videoanleitung von uns, wie du mit PixArt kreative Fotos mit tollen Effekten, zum Beispiel für ein neues Profilbild erstellen kannst, hier oben rechts in der Infokarte und auch nochmal unter dem Video. Autodesk Sketchbook ist eine sehr gute, kostenlose App, um auf deinem iPad zu zeichnen, zu malen oder zu skizzieren.
So kannst du zum Beispiel schnell Ideen aufzeichnen oder auch komplette Kunstwerke anfertigen. Du hast viele Stifte zur Auswahl und kannst auch alle nach deinen Wünschen anpassen. Es lassen sich auch Hilfslinien für die Perspektive nutzen. Außerdem stehen ein Lineal, ein Kurvenlineal und Tools, um Kreise und andere Formen zu zeichnen, zur Verfügung. Die Zusammenarbeit mit dem Apple Pencil funktioniert perfekt. Es ist eine tolle und nützliche App, die komplett kostenlos verwendet werden kann. Day One ist die wohl beste Tagebuch-App im App Store. Ein Tagebuch führen kann sehr positive Effekte auf dein Wohlbefinden haben. Mit Day One kannst du die Momente in deinem Leben wunderbar einfach und privat festhalten. Texte, Fotos und Sprachmemos können hinzugefügt werden. Durch die schöne, durchdachte Benutzeroberfläche machen die Tagebucheinträge Spaß. Die App ist für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch verfügbar, sodass du fast immer und überall schnell Gedanken ablegen kannst. Spark ist eine schöne, moderne und intelligente E-Mail-App. Du bekommst mehr Kontrolle über deine Inbox und siehst sofort, was wichtig ist und was aufgeräumt werden muss. Spark kann deine E-Mails intelligent priorisieren, wodurch zum Beispiel Mails von echten Menschen ganz oben landen. Zudem hat die App viele nützliche Tools, um deine E-Mails schnell und smart zu verwalten. Es gibt zum Beispiel Follow-up-Erinnerungen, einen integrierten Kalender, eine intelligente Suche und Schnellantworten. Vor allem für Teams bietet sich Spark an, dass die Zusammenarbeit in gemeinsamen Posteingängen ermöglicht. E-Mails können zusammen erstellt, diskutiert und geteilt werden. Spark ist vollständig EU-datenschutzkonform, es werden keine Daten verkauft und Gewinn erzielt die App mit Premium-Tarifen für Teams. PDF Viewer Pro ist eine übersichtliche App, mit der du ganz einfach PDFs anschauen, durchsuchen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben kannst. Es gibt einige Tools, um Anmerkungen zu machen, und du kannst auch Bilder und Audios hinzufügen. Du kannst im PDF neue Seiten erstellen, verschieben und löschen. Zudem hat die App einige weitere praktische Funktionen, um mit PDF-Dateien zu interagieren. Ein iPad ist natürlich nicht nur für produktive Sachen geeignet, sondern auch zum Entspannen. Es gibt einige wunderschöne Spiele fürs iPad. Zum Relaxen können wir Tides, a Fishing Game, empfehlen. Das Game ist so designt und aufgebaut, dass es für den Spieler eine meditative Auszeit bietet. Das gelingt mit schönen Visuals, entspannter Musik und einem einfachen Gameplay. Du baust deine Insel aus und fährst mit deinem Boot zu unterschiedlichen Zielen und entdeckst neue Fische. Explain Everything ist eine Whiteboard-App, mit der du Präsentationen erstellen, Erklärvideos aufzeichnen und auch in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten kannst. Die App kann sehr gut helfen, Ideen, Wissen und Verständnis zu vermitteln und auszutauschen. Es lassen sich tolle Folien erstellen und animieren und es gibt gute Tools für den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen. Die App ist sicherlich vor allem für Schüler, Studenten und Lehrer interessant. Weitere iPad-Apps, die den Schul- und Uni-Alltag sehr vereinfachen können, hatten wir uns bereits in einem anderen Video angeschaut. Das verlinken wir dir hier in der Endcard.